Im Augenblick sind wir noch alle in einer schwierigen Zeit. Das heißt, wir müssen mit Einschränkungen leben, gerade was das Miteinander angeht. Man soll möglichst keinen Besuch haben und auch in der Familie können sich nur sehr wenig Leute treffen. Ganz besonders merken natürlich auch diejenigen das, die dieses Jahr ein großes Fest vorhaben oder letztes Jahr auch schon hatten und dachten, dieses Jahr wird es besser. Also zum Beispiel, wenn man heiraten will. Das ist schwierig. Manche haben sehr viel Fantasie entwickelt und es trotzdem gemacht und in viele ganz kleine Portionen geteilt, als man noch mit ein paar Leuten mehr zusammen sein durfte. Oder jemand, der ein Jubiläum hat. Oder Schulentlassungsfeiern. Oder vielleicht auch, wenn man in den Ruhestand geht. All das sind so besondere Anlässe, die man nicht so beliebig wiederholen kann. Und das können wir nicht feiern. In ganz kleinem Rahmen geht es manchmal im Alltagsgeschehen fast unter. Ich frage mich manchmal, wie wird es wohl werden, wenn wir all das wieder dürfen? Ob dann das, was für uns vorher wichtig war, dann auch noch wichtig sein wird? Oder ob wir es viel mehr genießen können, mal mit anderen zusammen zu sein, wieder fröhlich zu sein, zu sprechen und mal alle auf dem Haufen zu haben, dass das wieder möglich wird. Ich glaube, das ist etwas, wonach sich viele auch sehnen. Ein großes Fest. Man stellt sich mal vor, so ein Fest wird geplant und es geht was schief. Wie ist es eigentlich? Eine Hochzeit zum Beispiel. Da möchte man natürlich, dass alle Gäste sich freuen und dass jeder zufrieden ist mit dem Essen, mit der Musik und mit den Gesprächen am Tisch. Es gibt alles, was das Herz begehrt und das Brautpaar wünscht sich, dass man noch lange von diesem besonderen Fest redet und sie selber auch davon zehren können. Maria, die Mutter von Jesus, war auch zu einer Hochzeit eingeladen. Vermutlich waren es Leute aus dem gleichen Dorf und man kannte sich vielleicht auch aus der Straße, so Nachbarn, Freunde, die man so einlädt. Und Jesus war natürlich als Familienangehöriger auch mit eingeladen. Und seine Jünger, die wiederum seine Freunde waren. Das muss schon ein Riesenfest gewesen sein, wenn es auf 12, 13 Leute mehr oder weniger gar nicht ankam. Und dann wird erzählt, dass so der GAU eintritt. Es spricht sich rum, dass der Wein zu Ende geht. Man muss sich mal vorstellen, eine Hochzeitsfeier irgendwann und die Getränke gehen aus. Ein Albtraum für den, der das verantwortet. Und ich kann mir vorstellen, wie sich das so von einem zum anderen rumspricht und dann Maria auch davon erfährt und wie sie so Jesus anstößt und einfach nur sagt, der Wein ist bald zu Ende. Mehr eigentlich gar nicht. Sie sagt ihm auch nicht, was er tun soll, aber gibt ihm einfach diese Information. Und Jesus reagiert erst einmal ziemlich ärgerlich, eigentlich verwunderlich, obwohl Maria ja gar nicht gesagt hat, dass er etwas tun soll. Und er sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Das heißt, es ist noch nicht die Zeit, wo er sich als der Sohn Gottes offenbaren will. Also das Timing stimmt einfach noch nicht. Und dann würde man denken, er tut nichts und sagt, ist nicht mein Problem. Und dann sagt Maria einfach zu den Menschen, die dort für die Bewirtung zuständig sind, das, was er euch sagt, das tut. Und sie holen dann die großen Krüge, so 100 Liter große Fassungsvermögen, Krüge, und sie sollten sie mit Wasser füllen. Die waren eigentlich dafür da, sich zu waschen. Das wäre wieder ganz aktuell, sich die Hände zu waschen, sich zu reinigen, wenn man zusammenkommt. Aber es hatte dort noch einen anderen Hintergrund. In dieser trockenen, in der Hitze wurden die Hände und die Füße gewaschen. Und es gibt natürlich auch noch die rituellen Waschungen. Also solche Krüge vorrätig zu haben, ist schon etwas Besonderes. So viel Wasser, denke ich, hatten die normalen Menschen nicht bei sich zu Hause gelagert. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also er ist ablehnend und ärgerlich. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Er wollte selbst bestimmen, wann seine Zeit da ist, wo er öffentlich auftritt. Er hat so viele Jahre, hat er sich zurückgehalten. Er ist 30 ungefähr, als er anfängt, öffentlich zu predigen, wo er seine Jünger beruft und wo er dann durch die Lande zieht und vom Reich Gottes erzählt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen.
Und hier war er ärgerlich, weil er so in eine Zwangslage gebracht werden könnte. Genau das Gleiche geschieht auch, als Judas ihn in so eine Situation bringt, nämlich als er ihn verrät und ihn in eine Situation bringt, wo die Soldaten und die hohen Priester kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Wo Judas sich überlegt, wenn er in dieser Situation ist, dann muss er einfach was tun. Dann wird er die Heerscharen zusammenrufen und sie werden die Römer aus dem Land werfen. Und Jesus lässt sich nicht in eine solche Zwangslage bringen. Er ist derjenige, der das Timing bestimmt. Er behält es in der Hand. Hier jetzt, wo es losgeht, wie Johannes erzählt, das erste Wunder und auch ganz zum Schluss, als er verraten wird. Und dann wird aus dem Wasser Wein. Das sind so ungefähr 600 Liter, das ist schon ganz anständig. Ich habe mir überlegt, in unserer Kirche, wenn man das in Flaschen füllen und wenn man das in Kartons packen würde, wären das 4 Reihen Kartons nebeneinander 11 Meter hoch gestapelt. Das ist schon eine ganze Menge und dann kann man ein großes Fest mitfeiern. Jesus sorgt für Lebensmittel. Im doppelten Sinn dieses Wortes. Also hier sorgt er dafür, dass das Fest weitergehen kann. Und es wird nicht erzählt, wie die Menschen reagieren. Nur der Speisemeister, also der für das Catering zuständig ist, ist verwundert, dass am Schluss oder zu verrückter Stunde solch ein guter Wein noch vorhanden ist. Und Jesus gibt den 5000 Menschen zu essen, die gekommen sind, um ihm zuzuhören. Also er sorgt für Lebensmittel, kümmert sich um die ganz normalen Bedürfnisse der Menschen, auch hier. Und er weiß darüber hinaus. Es geht nicht darum, hier der Mann dafür zu sein, der dafür sorgt, dass alle Spaß haben, sondern er möchte Gottes Liebe und Freundlichkeit den Menschen geben. Und hier ist etwas ganz Besonderes, nämlich, was sehe ich? Was sehen die Menschen heute? Was sahen die Menschen damals hinter dem, was er getan hat? Hinter den Wundern, hinter den Heilungen, hinter den Worten? Er weist immer auf Gott hin und sagt, Gott liebt euch. Er ist derjenige, der sich um euch kümmert und ich gebe euch ein Zeichen, etwas von dem, was in Gottes Herrlichkeit für euch bereitet ist. Das, was Gott eigentlich möchte, so wie das Leben aussieht in dieser Welt, wo alles drunter und drüber geht. Was bleibt? Auch auf dieser Feier, wenn wir noch einmal zurückkommen auf Maria und das, was sie Jesus gesagt hat. Was bleibt bei den Menschen am nächsten Tag oder übernächsten? Wird es ein Fest sein wie jedes andere? Oder wird es ein Kater sein, weil man von dem guten Wein ein bisschen viel gehabt hat? Oder ist es ein neuer Blick, der weitergeht als nur ein schönes Fest, nämlich auf die Freundlichkeit und Liebe Gottes? Jesus erzählt vom Vater im Himmel. Und er redet nicht nur, sondern er tut auch Zeichen und Wunder. Also bekräftigt das. Und er sorgt für die Menschen in den ganz normalen Bedürfnissen, in Krankheiten, in Not und Armut, in Ablehnung und in Schwierigkeiten, in denen Menschen sich befinden. Er ist da bei ihnen. Er ist mit den Pharisäern, begegnet auch den Zöllnern, ist mit denen zusammen, mit denen sonst keiner was zu tun haben will. Und das, was Jesus gibt, ist nicht nur das, was für uns heute gut ist, sondern etwas, was auch noch länger vorhält. Also Lebensmittel, etwas, was wirkliches Leben bringt. Und das ist eben dieser Blick, den er schenkt. Das nennt man Glaube, dass man das, was einem begegnet, aus der Hand Gottes nimmt. Ob es Wein ist, ob es Brot ist, ob es Heilung ist, ob es einfach Dinge sind, die wir haben, die uns nützen, die wir genießen können, all das. Und dahinter etwas mehr zu sehen als nur das, was ich jetzt und heute habe. Dahinter zu sehen, dass Gott der Geber dieser Gaben ist und dass er es gut meint mit uns. Also Gott gönnt uns nicht nur nützliche Dinge, sondern auch schöne. Er kümmert sich um uns in Höhen und Tiefen. Und er klammert nichts aus. Und dieses
Ereignis, das, was Jesus hier getan hat, ist eigentlich ein Werbespot für den Himmel. Amen. Himmlischer Vater, wir leben im Augenblick einer Zeit voller Einschränkungen, wo unser Aktionsradius, unsere Möglichkeiten in vielen Bereichen eingeschränkt sind. Und das ist das, worauf wir unseren Blick im Augenblick so sehr fokussieren. Und ich bete, dass wir weitersehen, dass wir auch hinter all das sehen, was jetzt uns umgibt. All die Not, all die Schwierigkeiten, und all das, was wir nicht überblicken können und wo wir noch gar nicht wissen, wie sich das entwickelt. Lass uns weiterschauen. Lass uns schauen auf das, was du uns gibst. Und wir danken dir, dass es uns noch verhältnismäßig gut geht hier. Es gibt viel Not, aber es gibt auch vieles, was wir noch ganz selbstverständlich haben und tun können, so wie vorher auch. Wir danken dir für diese Möglichkeit. Und bitten dich, dass du bei denen bist, die wirklich einsam sind, deren Existenz gefährdet ist, die krank sind, die jetzt nicht feiern können, die keinen Abschied nehmen können, vernünftig, die nur ganz wenig Besuch bekommen dürfen und sich so viel mehr wünschen. Herr, wir danken dir für das, was wir haben. Und öffne uns die Augen, es aus deiner Hand zu nehmen. Und auch die zu sehen, wo es ganz anders ist. Gucken, wo wir Gutes tun können. Wo wir Menschen begegnen, wo wir ihnen helfen können. Hier und auch überall in der Welt, wo die Not so groß ist. So bitten wir dich, dass du hineinkommst in unsere Herzen, in unsere Gemeinschaften, die jetzt so eigentlich nur noch über Online-Kontakte laufen. Dass wir miteinander uns auf den Weg machen und dass wir sehen können und fühlen können, dass dein Licht scheint, auch in dieser Zeit, in diesem Grau des Alltags, auch draußen, dass du es hell machst. Danke, dass du ganz nah bei uns bist. Und so bitte ich dich um deinen Segen für all die Menschen, die ihn so nötig brauchen. Dass du uns behütest und bewahrst und uns begegnest, dort, wo wir es brauchen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.